Ich hatte ja gesagt, dass ich, oder am Sonntag hatte ich ja gesagt, dass ich hier im Karlsruhe auch mal gucken möchte. Und da werde ich jetzt auch mal den Boden aufmachen. Die sind schön am Fliegen hier und Pollen holen. Blüht hier schon einiges. Blende das mal kurz ein. Und wenn die Waage richtig geht, haben die sogar fast ein Kilo Zunahme heute. Gut, dann mache ich den Smoker mal an und dann öffnen wir mal die Klappe. So, jetzt ist mir gerade ein kleines Malheur passiert. Ich hatte hier gerade mein Handy hingelegt zum Filmen von unten und ich mache die Klappe auf und da läuft mir die ganze Brühe daraus. Viele tote Bienen und Gemüll und Wachsmottenlarve sehe ich auch. Ja, hier haben sie noch nicht viel rausgeräumt. Mal gucken, ob ich von unten was einfangen kann. Ich weiß nicht, ob man was gesehen hat. Ich hole mir noch mal meinen Spiegel. So, ich habe gerade noch mal reingeguckt. Ich habe nicht viel sehen können. Ein paar Bienen habe ich gesehen. Aber hier ist wirklich viel Zeug auf dem Boden. Vielleicht gucke ich gerade mal von oben rein. Sieht nicht so stark aus, das Karlsson. So, Bodenbrett ist sauber. Und jetzt gucke ich doch mal von oben rein. So, hier ist das Päckchen Apifonda. Das hatte ich am 20.02. aufgelegt. Da sieht man sogar Kondenswasser drin. Aber ist nicht viel abgenommen. Entweder haben sie genug oder das ist wirklich so schwach, das Volk. Jetzt habe ich gerade mal ein paar Waben gezogen und jetzt habe ich gesehen, ich habe hier den Scalvini noch drin und da hinten ist ein kleines Brutnest. Also die sind wirklich nicht stark, eher schwach. Denen geht es nicht so gut, glaube ich. So, jetzt habe ich die dritte. Ach, da läuft auch die Königin. Nicht gezeichnet. Aber hier ist schon ein bisschen mehr Brut. Kann ich wieder zumachen. Futter ist oben drüber und dahinter. Das reicht. So, habe das Päckchen wieder draufgelegt. Und das ist nicht so stark. Hat aber auf 3-4 Waben gut. So Handflächen groß. Das wird sich noch entwickeln. Dann kommt es nicht so früh in Schwarmstimmung. Gut, das war ein kurzes Video vom Karlsson. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.